Die Lausitzer Unternehmen zeigen sich pessimistisch bei den Aussichten auf die wirtschaftliche Entwicklung. Das geht aus dem Konjunkturreport Lausitz der Industrie- und Handelskammern Dresden und Cottbus hervor. Erfasst wurden dabei die Angaben von über 500 Firmen aus verschiedenen Branchen. Fast die Hälfte der Befragten rechnet mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. Besonders trüb ist die Aussicht im Handel, Baugewerbe und in der Industrie. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und die anhaltenden hohen Kosten für Energie, Rohstoffe und Arbeitskräfte tragen demnach zur Verunsicherung bei. Branchenübergreifend herrscht ein Mangel an Fachkräften. Obwohl es im Gastgewerbe und bei Tourismus eine Verbesserung der Geschäftslage gab, blicken auch diese Unternehmen skeptisch in die Zukunft. Nicht zuletzt wegen der steigenden Mehrwertsteuer in der Gastronomie sowie den immer noch hohen Energiekosten, den steigenden Lebensmittelpreisen und den zunehmenden Ausgaben für Löhne.